Mit K.O.-Klaus? Du meinst Nuzlocke-mäßig? Nö. Ich spiele keine Nuzlocke. Ich habe noch nie eine Nuzlocke gemacht und ich möchte auch ehrlich gesagt nicht. Also ich gucke sie mir an, ja, aber ich selbst mache keine. Ist einfach ein ganz normales Playthrough. Sonst hätte ich jetzt schon ein paar Probleme gehabt. Also ich habe ja nichts gegen Nuzlocke prinzipiell, aber ich habe die halt noch nie gerne gemacht, weil ich einfach so schnell eine Bindung zu meinen Pokémon aufbaue, plus ich mich einfach permanent überleveln würde und mich immer unwohl fühlen würde. Deswegen war ich da noch nie so für. Und heutzutage, die ganzen Challenges, ist dann ja meistens Nuzlocke, Egglocke, Wondertrade, Wetlocke, Facecam, Roulette, Gedöns, ich muss jedes Mal einen Burger essen, wenn ein Pokémon drauf geht, dies, das, jenes, OP, Monotype, One Pokémon Run, ich habe keine Ahnung. Alles gleichzeitig. V-Roulette! Ja. Wie schreibt ihr das alles in den Titel, frage ich mich gerade, weil ich sag mal, 60 FPS, Full HD, Facecam, German muss ja auch noch alles rein. Also nichts dagegen, wenn Leute das machen, aber ich finde das immer etwas lächerlich, wenn Leute alles in ihren Titel quetschen. Und du quasi verzweifelt den Namen des Spiels suchst. Möchtest du auch kämpfen? Oh, ein neues Gesicht! Wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute sich Challenges ausdenken, siehe Fairlocke von Jan zum Beispiel. Nur einfach sämtliche Challenges, die schon existieren, zu stapeln und dann quasi mit dieser OP-Super-Duper-Ultra-Challenge blind Sonne und Mond zu Let's Playen oder Ultra-Sonne und Ultra-Mond und sich dann mal spätestens auf diesem netten Turm da oben zu beschweren, dass man die Nuzlocke verloren hat oder eventuell auch schon vorher, da habe ich dann auch kein Mitleid mehr. Abgesehen davon, dass die Stelle da oben auf dem Turm ziemlich unfair war, aber ich habe da kein Mitleid mit. Wenn Leute blind eine Edition spielen und dann diese Super-Duper-Challenges machen, dann braucht man sich da auch nicht zu wundern. Auch Jenny, das kenne ich. Aber der Koala ist einfach für alles Mögliche so gut. Tihi. Me happy. Ist da noch was im Mülleimer? Der Abfalleimer ist leer. Okay. Dann du noch. Das Ding auf dem Turm. Inszeniert? Super. Der Kampf selbst? Du hast einen Grillmark und noch zwei weitere Pokémon. Na lass mich raten. Du hast bestimmt noch einen Potrot und einen Girafarig. Also ich finde halt auch, hier siebte Gen ist gar nicht so einfach. Also ich sag mal, es gibt immer Leute, die dann meinen, ja, alle Pokémon-Spiele sind ja super einfach, aber ich persönlich finde halt XY auch ein bisschen schwieriger. Gerade wenn du mit Eis-Pokémon spielst. Aber ich fand halt auch die siebte Gen ein bisschen schwieriger. Gerade nochmal in Ultra, weil dann auch, Beispiel, die Drachenprüfung in Sonne und Mond. Ich hatte Primarena als Starter. GG easy. Die Drachenprüfung in Ultra, Sonne, Ultramond. Nicht so nett. Also sie haben es schon auf jeden Fall nochmal gesteigert und so ein paar Sweep-Möglichkeiten und leichte Gewinnmöglichkeiten dicht gemacht. Aber mit Holdo, das empfindet, glaube ich, jeder anders. Kommt mich auch immer so ein bisschen auf die Spielweise und auf das Team an. Aber ich kann mich nur erinnern, bei meinem ersten Playthrough von XY waren da so viele Restladeros, die mir fürchterlich wehgetan haben. Aber ja. Also ich finde echt so, die Ultra-Editionen sind, glaube ich, echt noch so mit am schwierigsten. Abgesehen vielleicht vom Hürdenmodus in Schwarz und Weiß 2. Vegimak, kannst du wieder machen? Du bist ja nicht mehr schläfrig. Und der OP-Teiler, ja, den habe ich auch nicht benutzt. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, aber ja.
Also ich weiß nicht, Christo, aber mir hat es den Moonblast überlebt und dann kamen irgendwelche netten Stallattacken und die hat Primarene nicht überlebt. Abgesehen davon, dass das Ding, glaube ich, eine Antifeenbeere hat. Also ich weiß ja nicht, wie OP dein Primarene war, aber ich habe ziemlich hart auf die Fresse bekommen, tatsächlich. Na, reicht das für ein Level Up? Wehe, das war jetzt nicht 22, dann bin ich traurig. Nicht, dass Golbat eine Schönheit ist. Aber es würde schon mal besser reinhauen. 23. 23? Mal 23 wirklich ich bekümmert. Oh. Oder nicht? Ah, doch 22. Oh Gott sei Dank, ich wäre jetzt echt traurig gewesen. Wie hätte ich 23 im Kopf? Soray entwickelt sich. Melly war schon mal nah dran. Yay! Geil. Dann haben wir auf 23 schon ein X-Bart. Ja, nachdem es gerade K.O. gegangen ist, ganz bestimmt. Yay! Das ist doch schon mal super. Oh. Gut, Knospi. Knospi braucht vielleicht noch ein bisschen Liebe, aber das wird schon. Du hast auch Lust auf einen Monotype bekommen. Mir macht das auch echt Spaß. Ich finde, das ist einfach so eine schöne kleine Besonderheit. Ich habe als Kind schon immer gerne so ein ganz specialiges Pokémon mitgenommen. Und das hier ist ja einfach nur so ein bisschen die erweiterte Form. Wenn ich mir das so angucke, das Shiny wird ja nicht angezeigt. Grün, grün, blau, blau. So. Knospi ist auch mit Freundschaft, ja. Oh, du bist ja ein Pokémon-Trainer, den ich unten am Eingang begegnet bin. Und jetzt bist du hier. Das spricht für dich. Du kannst einen Fahrstuhl bedienen. Nun musst du dich dem Stärksten hier stellen und das bin ich. Ganz recht, ich bin der Chef hier und dein letzter Gegner. Das finde ich übrigens auch witzig. Dass der Hausmeister einfach der stärkste Trainer ist. Er hat auch ein Tüti. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so das beste Matchup. Aber er hat auch ein Tüti. Das ist schon mal sehr sympathisch. Mit Schlammbart. Da stecken wir ja zum Glück ganz gut weg. Ja gut, als Hausmeister macht das schon Sinn, Tüti zu haben. Das stimmt. Pikachu, da kann ich aber wieder wechseln. Ich möchte ja, dass Velvet auch noch ein bisschen Liebe bekommt. Ich finde aber auch heutzutage geht das mit dem Entwickeln per Freundschaft ein bisschen leichter. Weil zum einen weißt du ja, dass du Punkte durch Rumrennen bekommst. Gut, ist eine Aufgabe für Doofe, aber es funktioniert. Und du weißt halt, dass mit der Sanftglocke, Massieren und so. Also irgendwie, als ich damals Gold und Silber gespielt habe und meiner Mutter zusammen den Pokédex vervollständigt habe und dann sowas wie X-Bart haben wollte, Psyana, Nachtara, Hytera, das hat schon eine ganze Weile gedauert, weil wir ja auch nicht unbedingt, ja, so eine Ahnung hatten. Wir sind dann quasi regelmäßig zu dem Friseur gegangen in Dukatia und ansonsten, wir haben dann auch immer hier Beeren oder so verfüttert in der Hoffnung, dass das hilft, also die Standardbeeren, nicht die passenden Beeren. Und ja, Level-Ups halt. Hallo Sushi, na? Deswegen, das war ein... ziemlicher Akt damals. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob also vom Gefühl her war es damals schwieriger, die Freundschaftsentwicklung, aber wahrscheinlich war es einfach so, wenn man unwissend war. Ich wollte unbedingt wissen, was denn so für Trainer herkommen. Also habe ich mich als Reinigungskraft verkleidet. Ja gut. Ach, der EP-Teiler. Ja. Potenziell könnte das passend sein. Aber ich glaube, da ich sowieso meine Teammitglieder alle erstmal nachtrainiere, sobald sie kommen, brauchen wir dann auch nicht drin. Dringend. Ja, zurück ins Erdgeschoss. Ich glaube, ich wäre auch unglaublich gelangweilt,
Wenn der ganze Pokédex nur aus Pokémon bestehen würde, die ich super toll finden würde, dann könnte ich mich ja nie entscheiden. Das ist, glaube ich, schon ganz gut so, dass wir nicht nur irgendwelche Knuffnasen haben. Ich weiß nicht, ob ich schon bis Rayono durchlatschen kann, ehrlich gesagt. Also ich weiß, in Schwarz und Weiß 2 kommst du da nicht durch, weil da ja ein gewisser Typ quasi den Weg blockiert. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich weiß nicht. Gut, Sanftglocke wäre toll, ja, aber irgendwie habe ich nicht so viel Lust, da jetzt durchzurennen, nur für die Sanftglocke. Das freut mich, Sushi. Es kommen auch noch ein paar dazu. Nach und nach, wenn ich mal welche gemacht habe. So, da hatten wir jetzt die Kampf-AG. Hart arbeitende Frauen sind schön. Kämpfende Pokémon sind cool. Okay. Die Kampf-AG begrüßt alle Trainer, die etwas auf sich halten. Ja, das habe ich festgestellt. Dann... hier. Jeder Mensch und jedes Pokémon treffen irgendwann den perfekten Lebenspartner. Sagte meine Schwester auf ihrer Hochzeit, da muss ich ihr einfach glauben. Okay. Menschen sind je nach Wohnort recht unterschiedlich. Und ändert sich der Wohnort, dann ändern sich auch Regeln und Denkweise. Das ist schon ein wenig merkwürdig. Ach ja, der Tänzer, da war ja was. Ich bin nach Stratos City gekommen, um Tanzstunden zu nehmen. Stimmt, die müssen wir hinterher auch noch suchen. Einer ist auf jeden Fall schon mal da. Hey Trainer, sind deine Pokémon fit? Das ist das Wichtigste. Geht es deinem Pokémon-Team gut, ist nichts unmöglich. Beim nächsten Mal aber. Dann werde ich auf jeden Fall ein Stratos-Eis probieren. Sushi, das eventuell auch, aber das stelle ich erstmal hinten an. Ich habe jetzt erstmal so viele reguläre Emote-Slots, die ich irgendwie vollkriegen muss. Aber es ist geplant, da auf jeden Fall auch Sachen einzufügen. Nur das wird halt ein bisschen dauern, weil ich kann mich auch nicht zerreißen beim Emote erstellen, aber es ist auf jeden Fall geplant. Hauptsitz des automatischen Passanten-Umfragekomitees. Im Vorbeigehen die Welt verstehen. Das automatische Passanten-Umfragekomitee. Ist auch ein schönes Wort. Kriege ich hier noch irgendwie was Schönes? Hallo, eine Begrüßung ist das A und O. Eine typische Begrüßung. Es ist viel zu kurz. Da passt Hallo alle zusammen gar nicht rein. Nee. So. Das war eine tolle Begrüßung. Ja. Das war viel zu kurz. Hallo? Da passt ja gar nicht da rein, meine Begrüßung. Hallo, na, bedankst du dich auch immer artig? Oh, da liegt dir ein Pokéball. Bitte, für dich. Danke. Hey, warte. Gesundheit. Danke. Wenn jemand nett zu dir ist, dann musst du ihm auch danken. Okay. Danke. Komischer Smiley. Wirklich ergreifend, da wird einem warm ums Herz. Danke. Du findest dich hier im Hauptsitz des automatischen Passanten-Umfragekomitees, kurz APUK. Okay. Was haben die Leute denn für Vorlieben? Was ist der letzte Schrei? Diese brennenden Fragen beschäftigen dich doch auch, oder? Du findest dich hier im Hauptsitz des automatischen Passanten-Umfragekomitees, kurz APUK, das habe ich gerade schon mal irgendwo gehört. Hier zählt nur die Wahrheit, nicht als Fakten. Ich mag deinen scharfen Blick, aus deinen Augen spricht der Forschergeist. Okay, ich bin Sonderbeauftragte. Umfragen durchführen. Okay. Umfrageradar. Tschüss. Aber danke oder so. Hey, du bist doch neu hier. Jetzt darf ich noch nicht mal mehr gehen? Ich führe gerade bei allen Mitgliedern eine kleine Befragung durch. Nimm doch bitte daran teil. Aber... Der typische Spieler. Was ist dein Hobby? Sport, Lesen, Musik, Kino... Maronus?
Reisen, Kochen, Angeln und Gaming. Ich war noch nicht unten angekommen. Und plötzlich fängt Maronus an zu tanzen. Moment. Ich muss mal eben kurz nachgucken. Da. Der Jan Crazy passt da auch ganz gut. So, Kevin schreibt Partnerhype und super Emotes. Dankeschön, Kevin. Gaming. Für Verdienste. Aha, verstehe. Interessant. Machen wir weiter. Was ist dein Beruf? Schüler, Angestellter, Kreativer, Unternehmer, Beamter, Haushälter, Künstler und Zeitarbeiter. Ich bin ein Kreativkopf. Denke ich. Gut, das war's. Okay. An Themen bleiben noch 8. Nein, reicht mir. Ich möchte doch nur gehen. Hatte ich dich jetzt schon? Mein Leben ist mit Freude erfüllt, wenn ich nach der Arbeit meinen Pokéball werfen kann und sehe, wie er dreimal hin und her wackelt, um dann zu guter Letzt das Pokémon sicher einzufangen. Wenn es so einfach wäre. Wir kennen das doch alle. Dreimal drehen, rausspringen. Sondern hier noch. Hi. Aha, nicht auf Größe oder Körperkraft kommt es an, sondern allein auf die Stärke des Herzens. Der ist mir sympathisch. Pokémon sind schon erstaunliche Wesen. Sie stellen sich mutig ihrem Gegner, auch wenn er doppelt so groß ist wie sie. Das stimmt. Und du so? Verglichen mit einem Kreuzfahrtschiff ist das hier sehr klein, aber für einen romantischen Ausflug auf offene Meer spielt die Größe keine Rolle. Yay? Hallo, Nejim. Ja, es sind einige Emotes dazugekommen. Aber noch nicht alle. Wir arbeiten noch dran. So. Dann fange ich jetzt aber wieder ganz rechts an. Weil ich glaube, ganz links kommt vielleicht noch ein bisschen Blabla. Wir schon ganz außen? Jawohl. Dann haben wir hier Stratos Street. Uferseite, Pier des Luxusschiffes. Dann erstmal da rein. Es werden mehr. Ja, weil manche Leute etwas eskaliert sind. Haben wir noch ein paar mehr Slots. Hunger! Hagenau! Und? Hagenau! Echt? Wo bin ich? Tschüss! Wow! Wo bin ich? Yeah! Wow! Wo bin ich? Und? Wo bin ich? Okay. Game Freak. Ich gehe da mal lieber rein. Hi. Er sah so einsam und verlassen aus. Da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig aus diesem Bilderbuch vor. Wenn du willst, kannst du auch gern zuhören. Ich habe sowas von Spaß mit Passanten. Dann will ich die Geschichte mal weitererzählen. Das Zoroa war Mutterseelen allein. Und so tat es das Einzige, was es tun konnte. Es machte sich auf die Suche nach seiner Mutter. Hast du schon mal einen Zoroa gesehen? Ich kann dir gerne zeigen, was das für ein Pokémon ist. Yay! Ein Zoroa hat die Fähigkeit, die Menschen zu verzaubern. Das mit dem Verzaubern hört sich zwar gefährlich an, aber ich mag das Zoroa einfach, weil es eben süß ist. Nanu, warum bist du auch immer so rot? Ja. Denken wir uns jetzt unseren Teil. Also Zoroa ist echt ein süßes Pokémon. Ist leider halt auch so eine Glaskanone. Dann schauen wir doch aber Game Freak vorbei. Vielleicht haben die ja auch noch was Schönes für mich. Tag, ich bin hier der Spieledirektor. Ah, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Und wenn er voll ist, dann kann ich ihn dir zeigen. Wahrscheinlich eher nicht. Huch, was tust du? Stream? Bin doch gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Verdirb doch nicht die Vorfreude. Schau es dir lieber an, wenn du das Spiel selbst abschließt. Und was lernen wir daraus? Spoiler sind uncool. Ich bin hier für die Grafik zuständig und Pixel-Schubser aus Leidenschaft. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch drin vorkommt. Ich liebe diesen Begriff einfach. Schwupp, und wieder ist ein Pixel an dem ihm vorbestimmten Platz. Juhu! Ich finde Pixel-Schubser ist einfach so ein geiler Begriff.
für Grafikdesign und sowas. Weil es ist letztendlich genau das irgendwie. Warum man danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden? Ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Und wenn ich stark genug bin, dann kann ich auch gegen dich kämpfen. Ich bin ein Relaxo. Aha. Überreste. Gibt es jetzt zufälligerweise irgendwo im Mülleimer, wenn er das schon so sagt? Und du bist Sounddesigner. Du kannst mit Sicherheit auch gute Loops produzieren. Pixel-Streams. Ich glaube nicht. Das ist auch ehrlich gesagt sowas, was ich gerne so in Ruhe mache. Also wo ich es nicht unbedingt so gern habe, wenn mir Leute quasi über die Schulter schauen dabei. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich so großartig dabei sagen sollte, weil ich dann einfach immer konzentriert arbeite. Da ist noch ein Getränkeautomat. Und hier komme ich auch noch rein. Ganz schön viele Leute hier. Hallöchen! Oh, Massage! Die Sache ist, nehmen wir jetzt erst Velvet? Oder erst Soray? Ich würde schon fast Velvet sagen, weil die Entwicklung gerade so ein bisschen nötiger hat. Das hörte sich seltsam an. Yay! Gut. Wenn es dem Pokémon gut geht, geht es mir auch gut und ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht. Oh. Süß. Gur, 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 gur! Das klingt eher wie so ein Dusselgur, aber okay. Von hier aus sieht man den Fernseher wirklich ziemlich schlecht. Nicht, dass ich das großartig beschäftigen müsste. Ich sage auch immer random Leute auf der Straße, dass ich meinen Fernseher schlecht sehen kann. Das sind die Themen, die Leute berühren. Hier ist wahrscheinlich eh nirgendwo was drin. Ich will trotzdem nachgucken. Untersuche Objekte, die dir interessant erscheinen. Wer weiß, vielleicht findest du ja mein verstecktes Item. Und wirf ruhig öfter mal einen Blick auf die Karte. Okay. Und mit Menschen sollte ich auch sprechen. Geht klar. Gut erholt ist halb gewonnen. Ich von dir Erholung? Oh. Brauche ich zwar nicht zwingend, aber nehme ich trotzdem. Dann noch einen schönen Abend, Kevin. Und bis zum nächsten Mal. Okay, haben wir das auch. Zumindest haben wir die Massagefrau schon mal gefunden. So, ich weiß auch gar nicht, ob wir heute aus Stratos noch rauskommen. Dann könnten wir nämlich prinzipiell beim nächsten Mal auch nochmal die Massage nutzen. Kann ich das auch anklicken? Nö, aber es ist dekorativ. Eine Szenerie mit Menschen. Oder eine Szenerie mit Pokémon. Beides ist so unglaublich schön. Darum male ich Bilder. Ach ja, das Atelier findest du in der Trent Street. Den habe ich jetzt eigentlich gerade vorne. Velvet, okay. Aber so ein paar Kämpfe können wir ja potenziell hier noch machen. Zentrum von Stratos City. Und da oben haben wir Route 4. Und du wolltest, glaube ich, auch noch kämpfen. Perfekt. Und deine Freunde muss ich dann auch noch finden. Ja, die Stadt ist halt schon ziemlich groß und durch die Kämpfe zieht sich das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen. Aber ich sag mal so, sobald wir Stratos erkundet haben, ist ja die größte Stadt quasi weg. Danach wird es quasi nur noch schneller. Nur wenn, dann will ich natürlich auch alles mitnehmen. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch die Massagefrau zum Beispiel verpasst. Für guten Hunger euch beiden. Das wäre schon cool, wenn Velvet sich auch noch entwickeln würde. Und vielleicht auch noch Mila. Dann hätten wir nämlich schon mal echt gut Fortschritt gemacht. Ich finde, als Stratos kannst du irgendwie so ein bisschen strategischer abklappern als Illumina. Für mich zumindest.